Oh, das sieht ja schon schön aus. Herrlich. Oh, das fühlt sich das erstmal wie Sommer an, finde ich heute. Ja, hallo ihr Lieben, es geht weiter. Die große, große Pflanzzeit. Ich habe schon so viel in die Beete gebracht. Und immer mehr und noch mehr. Und bin auch noch nicht so ganz durch. Ob Tomaten, ob Kohl, wie auch immer. Heute soll es darum gehen, was ich so weiter gemacht habe. Es gibt neue Beete, Mischkulturen, die ich wieder zusammengetan habe. Da ein Beet, dort ein Beet. In jede Ecke irgendwie ein bisschen was Neues rein. Habe einiges vermischt. Bei anderen Sachen muss ich wiederum noch bei. Hier vorne könnt ihr ja auch schon sehen, hat sich super, super viel verändert. Aber als erstes gehe ich vorne an meine Gartenecke. Dafür kommt ihr einmal mit. Ah, oh, wie schön. Ja, von diesem Beet habe ich geredet. Hier habe ich 5x Kohlrabi Azurstar reingepackt und für euch als Tipp, als Mischkultur, hier werde ich persönlich noch Tomaten zwischensetzen, gerade Kohl und Tomaten, die ergänzen sich super, das sind super Beetnachbarn. Vom Platz her bin ich natürlich ein bisschen knapper vorgegangen, aber die Tomaten, die werden in die Höhe gehen. Das heißt, ich brauche hier dann noch wieder ein Gestell. Das heißt, hier werde ich dann auch irgendwann so ein Seilsystem wieder drüber bauen und somit wachsen die Tomaten und der Kohl dann unterschiedlicher Geschwindigkeit und jeder hat seinen Platz, wenn er seinen Platz braucht. Bei den Tomaten muss man immer ein bisschen aufpassen, was Feuchtigkeit angeht, damit die nicht zu früh Braunfäule kriegen. Irgendwann kriegen sie sowieso. Das möchte man ja möglichst spät. Ja, also Kohlrabi, Tomaten, super Tipp, kann ich euch nur empfehlen. Ja, das Beet ist auch gerade frisch gemacht worden, man sieht das, auch drumherum gemäht und ja, da vorne ist noch genug für die Blumen. Hier habe ich eine Artischocke reingebracht und ja, das war es hier so aus der Ecke und jetzt geht's weiter. Wo gehen wir denn mal hin? Oh ja, hinter mir gibt es auf jeden Fall was zu zeigen. Hier vorne wunderbar. Salat, Salat, Tomate, Tomate, Tomate. So fühlt sich das nach da fort. Wobei ich auch sagen muss, Zuckerhut ist da auf jeden Fall auch zwischen. Das sieht mir nämlich verdächtig danach aus. Das auch. Ja, und das hatte ich frei gemacht. Da habe ich noch meine Sonnenfalle. Die ist aber jetzt uninteressant. Für uns ist das jetzt so wichtig. Ich habe das so ja so als Beetpartner schon woanders gewählt. Das könnt ihr auch im letzten Video nachgucken. Da habe ich einiges von den Mischkulturen schon erzählt, für die, die es verpasst haben. Sei mal oben rechts verlinkt. Und ja, ganz unspektakulär. Eine gute Mischung. Gleiches Prinzip, wie ich da hinten erzählt habe. Die wachsen natürlich nicht wie die anderen. Also drüben hatten wir den Kohl und haben wir Tomaten, wo ich dann oben noch ein Gerüst bauen möchte. Ähnlich wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Da läuft dann nachher das Tomatensystem drüber. Das fällt hier natürlich weg bei den Buschtomaten. Ich werde nur irgendwann mal ein kleines Stöckchen in den Boden stecken und das Ding anbinden. Das war's. Groß in die Höhe wird es nicht gehen. Von daher, ich glaube 50, 60 cm war das letztes Jahr. So meine Erfahrung. Bin gespannt, wie sich das dies hier entwickelt, auch an diesem Platz. Ich finde diesen Ort hier echt warm. Ich merke den Unterschied hier im Vergleich zu dem Ort, wo ich vorher war oder davor. Hier unten ist richtig viel wärmer, also da bin ich gespannt. Dann möchte ich euch nochmal zeigen, wovon ich bisher nur geredet habe im letzten Video. Und zwar möchte ich einmal rüber zu den Radieschen, da werde ich euch ein bisschen was zeigen. Na Bienchen, lässt du mich hoch? Hallo? Ja. Eine Wildbiene. Na schön, ein kleines Geschenk, bevor ich hier aufs Beet hüpfe. Jetzt geht's gerade runter. Und weg. Gut, gehen wir mal rauf. Das hier ist eine wunderbare Mischkultur. Hier hatte ich ja die Eiszapfenradieschen, die übrigens ein bisschen zu nah an der Quecke dran, das will ich nächstes Mal anders machen, aber ich gucke mir die an hier. Ne? Also ich würde sagen, da kann man nicht meckern, also das ist doch toll. Also am Rand geht schon, aber mit der Quecke ist es natürlich ein bisschen schöner, wenn man das ein Ticken wegzieht, so ist es bei mir. Falls ihr sowas zu Hause haben solltet, ich glaube, die Chance ist relativ gering, der Menschen, die mir das danach machen. Okay, aber egal. Also, die Mischkultur sind nicht Radieschen und Radieschen, sondern
Radieschen, hier haben wir Möhren dazwischen, hier habe ich Radieschen, da habe ich Radieschen, also rote, da die Eiszapfen. Hier war auch was drin, hat nicht funktioniert, da werde ich nochmal nachsehen. Und zwar kommt für mich hier nochmal Spinat rein. Und das ist der dritte Superpartner, also Möhren, Spinat und Radieschen, super Mischkultur. Den Bereich werde ich so weiter nutzen. Und wenn die Radieschen durch sind, werde ich da auch wieder Radieschen nachsehen. Hier sind so viele Nährstoffe drin, also dem Boden, dem vertraue ich, da wird auf jeden Fall ordentlich was nachwachsen. Ja, hier rechts habe ich auch noch ein paar Möhrchen, aber gerade nicht zeigenswert. Das waren eher Versuche mit altem Saatgut. Ich bin überrascht, dass doch noch so viel gekommen ist, aber weist auch viele, viele, viele Lücken auf. Ja, ist auch noch, natürlich noch mehr in meine Beete gekommen. Hier habe ich die weiße Mini-Gurke. Die wird auch, das ist noch von dem Gutschein, den ich hatte, die weiße Mini-Gurke. Steht hier eine Wuchsgröße. Nein, ist aber auf jeden Fall eine Freilandtomate. Ich meine Erinnerung zu haben, dass die ein bisschen bodenmäßig wachsen. Also deswegen, den Raum haben sie gekriegt. Wird schon irgendwie gut gehen. Ja, und um mich herum sind hier noch ein paar Erdbeeren. Ne? Ja, um mich herum sind die lauter Erdbeeren. Hier sieht man, die lassen die Löffel hängen. Ja, hier ist aber noch ein gesünderes Blatt, also noch lebt das Ganze. Das sind so Sachen, die ich hier aus der Beikrautbefreiung der Beete herausgezogen habe. Und ja, ich habe das letztes Jahr auch so gemacht und irgendwann kam dann auch was. Und wenn es im Folgejahr ist, ist es auch super gut. Guckt euch die an, die sind durchgekommen, da sind jede Menge Blüten dran. Auch wenn ihr die Blätter hängen lassen, die kämpfen sich schon durch und ich werd schon meine Freude dran haben. Bin da ja auch sehr genügsam. So, und hier haben wir noch was ganz Tolles. Hier haben wir Thymian in verschiedenen Farben. Was hatten wir noch? Purpur, zitronig und hier haben wir noch rot, wenn ich das noch... Nein, rosa. Moment, da muss ich lesen. Rosa Flieder, okay. Rosa Flieder. Die waren jetzt auch noch drin, um euch das zu zeigen. Die Schilder werde ich so nach und nach demnächst auch mal entfernen. Aus meinen Beeten noch sind sie drin. Ja. Einmal rund um Erdbeeren, hier eine kleine Trittfläche. Da habe ich den Thymian, der soll sich ein bisschen breit machen. Also da brauche ich mehr von. Das Schöne ist, ich kann hier vorne dann drauf laufen. Der ist trittfest. Ja, und trotzdem bietet er nachher für Insekten auf jeden Fall Nahrung und Lebensraum. Lebensraum sage ich gerade noch dazu, das war gar nicht geplant. Ich sehe gerade die Ameisen laufen, da ist ordentlich was los. Ah, schön. Wenn ihr Ameisen habt, sehr, sehr gut. Versucht die nicht zu vertreiben, die helfen euch. Ist richtig, richtig gut. Da drüben habe ich noch Zwiebeln. Egal, aber darum soll es nicht weiter gehen. Ihr könnt sehen, ich habe überall mehr gemulcht. Und das Mulchen spart euch Wasser, hält den Boden feucht. Ihr müsst weniger gießen. Hier war ich dann gestern bei, deswegen sieht das auch alles noch so frisch aus. Ich habe auch gerade gegossen. Ist einfach so, hier habe ich Zwiebeln drin, da habe ich nochmal das Beikraut raus. Bei den Erdbeeren war ich auch nochmal zwischenbei, da haben wir auch nochmal eine knusprige. Ich könnte das gar nicht sehen, wovon ich rede. Ne? So gehe ich das Ganze an. Das ist eigentlich ganz easy. Einmal Beet vorbereiten, Unkraut raus. Dann lässt man das so, wie es ist. Pflanzzeit kommt, dann geht man nochmal bei, macht das letzte Unkraut raus. Das ist bei allem eine easy Geschichte gewesen. Irgendwann sieht es dann aus wie hier. Ich finde, Permakultur, mehr Arbeit. Ich kann das nicht so ganz unterstreichen. Ich muss dem auch entschieden widersprechen. Und viele Permakulturisten da draußen wissen das ja auch aus eigener Erfahrung, dass das gar nicht so viel Arbeit macht, wie man denkt. Ne? Also dieser Garten befindet sich im Aufbau, das darf man nicht vergessen. Bei allem, was ich mache, baue ich einen Garten auf. Hier baue ich was, dort ein neues Beet, das habt ihr in diesem Video schon gesehen. Finde ich aus meiner Sicht vor allen Dingen, weil ich hätte gar keinen Bock, wenn das alles sich so nach Arbeit anfühlt. Auf diesem Wege kriegt die Beete alle wunderbar hin. Ja, und so mache ich dann auch weiter. Oh, schön. Ach, eigentlich könnte ich auf den Thymian treten, aber den will ich noch nicht stressen. Übrigens, bei der Ackerwinde, das war heute auch Thema. Mit der Ackerwinde komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Die ist immer mal so in den Beeten, aber wenn man das, so wie ich gerade schon erzählte, einmal grob macht und später beim Grobmachen lockert man die Erde so weit auf. Also ne, Grabegabel einmal durch, alles was hängen bleibt, aussortieren, was man nicht im Beet haben möchte. Dann gibt es noch eine Zeit, wo es nachwächst. Da warte ich dann immer drauf und irgendwann kann man das alles packen, ganz locker rausziehen. Direkt nebenan, letztes Mal bei. Ich erzähle schon darüber, ich zeige euch das mal. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das sind so Sachen, die gehen ganz leicht raus. Sehe ich irgendwo mal eine Ackerwinde? Ich glaube, die habe ich gestern schon alle rausgezogen. Ja, also da war ich auch noch nicht hundertprozentig bei. Ihr seht da noch andere Sachen, aber einmal zur Orientierung. Hier habe ich überall die Beeten raus. Das sind, ich sage jetzt bunte Beete, ob rot, gelb und durchmischt, wie auch immer. Hier dann die nächste, das sind so zwei Ringe. Hier der erste,
da außen der zweite. Der äußere hat ein bisschen zu kämpfen hier auf dem hinteren Teil, aber wie man sieht, habe ich hier so viele Pflänzchen, da kann ich noch vereinzeln und kriege die Beete noch voll. Ja, und somit habe ich hier einmal Beete wieder freigemacht. Genau das gleiche Geschichte, was ich euch jetzt schon erklärt hatte. Und ja, bei der Quicke sieht es ein bisschen anders aus, aber wenn man ganz bedächtig zieht, guck mal, von unten alles weg. Wunderbar. Dann haben sich vielleicht einige gefragt, hier steht noch eine Distel, warum macht ihr die nicht auch gleich weg? Distel möchte ich gerne wachsen lassen. Das sind, das versorgt auch wieder Insekten, Hummeln, Bienchen. Wer da so Lust drauf hat, ein wunderbarer Blütensnack. Ja, ein schöner Blütensnack. Das hörte sich gut an. Ja, auch super Überleitung. Ich hatte vorher dran gedacht. Anscheinend hat sich das so manifestiert, dass auch gleich die Überleitung rauskam. Dieses Radieschen möchte ich verschnagulieren, bevor das ganze Ding an Stärke, an Snackigkeit verloren hat. Und während ich hier rumsnacke, gehe ich nochmal rüber zum Keyhole-Beet. Da gibt es noch was zu zeigen. Oh, die schmecken so gut. Eiszapfenradieschen kann ich euch echt empfehlen. Eine gute, gute Sache. Hier genau das gleiche Geschichtchen. Einmal eine Distel drin. Wird blühen. Hier ist auch schon das erste zu sehen. Super. Hier hat sich noch ein Mohn verirrt. Bin gespannt, welcher das wird. Hier habe ich ein bisschen was rausgebracht. Ihr könnt das nicht so richtig sehen. Ich halte die Hand mal drunter. Hier haben wir eine Tomate. Da haben wir eine Tomate. Wieder die Zuckerbusch. Die möchte ich hier haben. Ich liebe diese Tomaten, also da kann ich gar nicht genug von kriegen. Und wenn ich was über habe, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, andere Menschen damit anzustecken. Meine Empfehlung. Gibt aber natürlich auch andere Tomaten, die echt auch noch sehr, sehr lecker schmecken. So, und zwischen den Tomaten und dem Knoblauch werde ich noch Salat pflanzen. Der hier ist wild ausgesät, da hinten ist auch noch einer, das ist der Lolo Rosso. Die werde ich dann hier nochmal zwischenpacken, dass ich dann eine Reihe Knoblauch habe, Salat und Tomaten. Hier ist dann wieder ein Knoblauch, hier wird ein bisschen frei sein, hier würde dann auch nochmal Salat hinpassen. Ja, der Rest ist halt Beikraut, ne? Geht ganz leicht raus, mit den Fingern, ganz easy, samt Wurzel. Alles lockere Erde, da war der Klee. Ja, und so geht das weiter, mit Wurzeln raus. Da drüben sind noch Erdbeeren drin, einmal dazwischen, aber ich glaube, die hatte ich schon mal gezeigt. Also zwischen Knoblauch, Erdbeeren, wunderbare Kombo. Ich habe mir aber auch berichten lassen, irgendein Zuschauer hat gesagt, das habe ich probiert, hat bei mir nicht funktioniert. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also es gibt unterschiedliche Erfahrungen. Ich denke aber, dass man auch immer ein bisschen mehr betrachten sollte, als jetzt einfach ja, Erdbeeren und Knoblauch. Denn es kommt auf die Gegebenheiten vor Ort an. Also ich habe hier ein Keyhole-Beet auf bestimmte Weise befüllt. Das heißt, die Zusammensetzung des Bodens wird hier nicht hundertprozentig so sein wie bei anderen Menschen. Somit hat man immer noch einen Anhalt und am Ende macht es dann wieder die direkte Erfahrung. Da lege ich halt persönlich immer sehr, sehr viel Wert drauf. Macht persönliche Erfahrungen, probiert aus, glaubt auch nicht immer alles, was schon jahrzehntelang festliegt. Da sind super viele Erfahrungen bei, denen ich auf jeden Fall zustimme, gar keine Frage. Aber es geht darum, dass viele Wege nach Rom führen und es nicht nur einfach diesen einen Weg geht. Das eine kann stimmen. Aber vielleicht ist für euch, für euren Garten und für euch persönlich ein ganz anderer Weg sinnvoll. So, genug rumpalabert. Ich gucke nochmal, was ich euch noch zeigen kann. Das hier finde ich eine so schöne Kombo. Ne? Also das sind zwei Artischocken. Hier, ihr könnt sehen, ich habe Hoffnung, dass es blüht. Ja, hier habe ich Kresse dann noch drin. Da hinten das Sommergras, das kann man essen, Smoothiegras. So stand es auf Verpackung, aber ne, das ist halt nur so eine Artikelbezeichnung, sage ich mal, in dem Fall zum Werbung machen. Für meinen Fall einfach nur essbares Sommergras. Also das ist so eine schöne Kombo, das mache ich auf jeden Fall weiter. Ne? Da vorne haben wir noch Minze. Rosmarin ist nicht durch den Winter gekommen, der war wohl nicht winterhart. Da auf der Ecke haben wir nochmal Thymian. Nicht ganz komische Blätter. Hier am Rand kommt er auch nochmal durch. Und so die Kombo mit Totholz. Also hier sehe ich immer sehr viel Leben. Und der Boden, der sieht auch super aus. Ne? Also hier seht ihr das mit dem Bodendecker ohne zu mulchen, wie das auch funktionieren kann. Und mal gucken, was sich hier unten noch breit macht. Vielleicht haue ich da auch noch Kresse rein. Das passt anscheinend ganz gut zusammen. Ja. Oder ich lasse es, weil ne? Es bietet dem Boden genug Schutz. Ne? Schützt euren Boden. Ob mulchen, ob pflanzen. Aber lasst ihn nicht nackig liegen. Das ist wie, wenn ihr keine Haut auf dem Fleisch hätte. Ist auch keine schöne Sache. Möchte man das der Natur antun? Nein. Also ich habe auch noch genug Stellen, wo nicht gemulcht ist. Es ist halt so ein Schritt-für-Schritt-Ding. Man muss nicht immer gleich alles haben. Aber man kann sich ja in eine Richtung bewegen. Und
Das empfehle ich euch. Macht das auf diese Art und Weise bodenschützend, gerade bei dem Wetter, was uns wohl dieses Jahr erwarten soll. Ne? Ein ganz, ganz heißer Sommer wieder. Letztes Jahr hatten wir hier im Norden super, super viel Regen. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Das wird dann natürlich auch so Ernten wie Tomaten beeinflussen, aber nichts Dramatisches, was mir jetzt hier sämtliche Pflanzen wegsterben lässt. Also, wenn es regnet, ist es so, aber naja, ich rechne mal eher mit einem warmen Sommer dieses Jahr oder was Gemixtes. Schauen wir mal, das wird die Zukunft dann zeigen. Also hier eine wunderschöne Ecke. So, und hinter mir, so leicht kriegt man Unkraut raus, es ist gar nicht fest verwachsen, das ist so, so locker, schön. Selbst die Quecke. Hier habe ich Tomaten wieder reingebracht, das hatte ich letztes Jahr auch. Ist wundervoll gewachsen, hatte ich super Ernten, klar vom Regen nachher. Das waren schon Tomaten, die später dran waren, haben nachher nicht genug Sonne mehr abgekriegt. Aber ja, das waren auch besondere Verhältnisse bei uns im Norden. Das heißt ja nicht umsonst Graustadt am Meer. Hier ist irgendwie alles ein bisschen anders. Irgendwie haben wir unser gesondertes Wetter. Das bedeutet nicht immer genau das Gegenteil, aber ganz oft das Gegenteil. Also das ist so meine Erfahrung damit. Ja, aber Labarababa, also Tomaten, ihr seht sonst nichts. Da lasse ich mir noch was einfallen. Wenn ich Salat überhaupt, wäre das auch noch eine Stelle. Salat kann man, finde ich, nie genug haben. Ja, es gibt sonst noch andere Pflanzen, die zusammenpassen. Aber hier mache ich mir erstmal keinen Stress. Ist auch noch nicht gemulcht. Da lasse ich die Tomaten noch ein bisschen wachsen. Aber denke ich, so lange kann das nicht mehr dauern. Die haben jetzt so ihre Einwachsphase, frisch in die Beete gekommen, gehen in die Wurzelbildung. Und wenn das dann soweit abgeschlossen ist, dann geht's hoch. Ja. Das wird schön. Also immer diese Freude, auch die Pflanzen anwachsen zu sehen. Ne? Übers Saatkorn, was man irgendwann mal in die Erde gesteckt hat, dieses regelmäßige Bewässern. Man kriegt viel mehr, ein viel stärkeres Gefühl, eine viel stärkere Verbundenheit zur Natur, wenn man wirklich so Pflanzen von klein auf dann halt begleitet und heranzieht. Total schön. Oh. Da vorne wartet was auf euch. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Die meisten nicht. Fast alle nicht. Also ich bin gestern das erste Mal drauf gestoßen. Da meine ich den Bereich. Also nicht das Beikraut, sondern das sieht echt wunderbar aus. Diese Pflänzchen waren schon da, aber hier hinten ist was Neues reingekommen. Was ganz, ganz Besonderes. Das ist der Gemüsebaum. Der heißt wirklich Gemüsebaum. Das ist ein chinesischer Gemüsebaum. Kann bis 2 Meter hoch werden. Die jungen Blätter hat man da immer geerntet, um dieses Chop Suey-Gewürz, das kennt ihr ja wahrscheinlich von chinesischen Gerichten. Guckt euch das an. Oh, da freue ich mich. Ist ein guter Ort hier. Wird natürlich kein richtiger Baum, so wie ihr das kennt. Glaube ich jedenfalls nicht. Vielleicht irre ich mich jetzt auch. vielleicht ist es auch eine ganz doofe Idee, diese Stelle zu nehmen. Aber dann kriegt der Baum halt irgendwann mal eine andere Stelle. Sollte mir hier echt über den Kopf wachsen. Aber meistens nehme ich die Dinge so, wie sie sind. Und deswegen, ja, lass uns mal überraschen. Wird schon irgendwie gut gehen. Das hier ist ein Beet, was natürlich noch ganz viel Liebe braucht. Habe ich auch schon, meine ich, im Gartenrundgang angekündigt. Da ist noch der Rosenkohl, der schön am Blühen ist. Das möchte ich auch nicht wegnehmen. Er ist wirklich, wenn ich dabei gehe. Und hier wird es für mich auch eine tolle Mischkultur geben. Auch ein bisschen gemixt und anders angeordnet, auch um direkte Erfahrungen wieder zu sammeln. Ja, und hier am Rand, schon ganz toll, haben wir Erbsen. Das könnt ihr gar nicht so richtig sehen. Ist an dieser Stelle auch nicht so wichtig. Das kommt dann in dem nächsten Gartenrundgang sicherlich. Hier mittendrin, zwischendrin, habe ich noch super, super viele Sonnenblumenpflanzen. Also da, das freut mich ganz, ganz besonders. Hier ist zum Beispiel eine und andere sind auch schon da. Größere mal hier, mal da. Und in der Summe habe ich jetzt mittlerweile so viele Sonnenblumen zusammengekriegt, die ja, mir im Gewächshaus ja flöten gegangen sind. Das haben ja die Wühlmäuse alles weggeklaut. Aber nun habe ich hier und da eine selbst aufgegangene Sonnenblume und darf mich daran erfreuen, dann doch noch ein schönes Sonnenblumenbeet anzulegen. Aber zurück zur Mischkultur. Es wird hier bleiben beim Rosenkohl. Ja, da haben wir, wie gesagt, die Erbsen. Die brauchen auch bald was zum Ranken. Gar keine Frage. Die sollen sich irgendwo festhalten dürfen. Und ja,
Den Rest werde ich hier auch verteilen mit Kohlpflanzen. Ich habe noch ein bisschen was übrig. Ich habe ja noch Palmkohl, Weißkohl, Rotkohl. In dieser Hinsicht wird hier auf jeden Fall eine Kombination reinkommen. Bestimmte Kohlarten soll man nicht nebeneinander setzen. Deswegen werden die, wenn dann, weit voneinander entfernt sein, irgendwie getrennt sein. Ansonsten soll man da ja Kohlarten nicht zusammensetzen. Auf keinen Fall. Das wird nicht gut gehen. Also dieses Rosenkohlblatt, ne? Das hat mich die ganze Zeit so angelacht. Das will ich jetzt essen. Muss ich gucken. Er ist ja auch ein Anflugsort für den Kohlweißling, auch um seine Eier darunter zu setzen. Wäre natürlich nicht so schön. Gut, das von hier. Jetzt geht es einmal darüber und da ist auch noch was passiert. Dieses Beet habe ich auf unterschiedliche Weise kombiniert. In der ersten Reihe eine Frühtomatensorte, die Martina. Hier habe ich Salat zwischen. Hier habe ich wiederum die frühe Martina. Hier haben wir zwei, na, wie hießen sie noch? Paprika, ach, das ist das Gigant, also Gigant-Paprika. Und hier haben wir Cube Orange auf der anderen Seite auch. Und das ist eine gekaufte Paprika. Oh, den Namen habe ich jetzt gerade nicht da. Doch, die Purple Beauty, rote Gemüsepaprika. Ja, da bin ich gespannt. Das wird ganz toll. Das sind übrigens auch richtig gute Qualitäten, die ich mir hier in meinen Garten hole. Also ja, das, ich will jetzt keine Werbung machen. Ich wollte gerade, das lag schon auf der Zunge. Ich lasse das gerade sein. Ist auch gar nicht so wichtig. Ja, und hier hinten habe ich halt noch Zuckerhut drin. Da vorne auf der Ecke, das wird ja demnächst noch rausgerissen. Da überlege ich noch, was ich zum Knoblauch packe. Vielleicht kommen auch direkt da nochmal Tomatenpflanzer. Nee, Tomaten passen da nicht ganz so zu. Deswegen drüben beim Kiwi-Beet, das habe ich noch vergessen zu sagen, Tomaten und Knoblauch nicht zusammen. Ja, also es passt nicht ganz so. Und deswegen ist an der Stelle auch noch ein bisschen Abstand, dass Salat zwischen kann. Hier seht ihr übrigens noch ein paar Pflänzchen, die ich über habe. Hier ist im Grunde genommen noch Salat. Ich denke, das könnt ihr ganz genau erkennen. Bei dem habe ich hier vorne noch Zwiebeln. Da muss ich gucken, ob ich das wirklich noch brauche. Weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wohin mit denen? Kommt noch. Gerade nicht so wichtig. Ich habe Zwiebeln, die super wachsen. Ja, und hier haben wir wunderbar den Rosenkohl Idemar. Ne, für das Beet, wo ich auch gerade erst war. Schön. Ja, aber das sind nicht alle Pflanzen, da vorne sind auch noch welche. Tomate. So viele sind da nicht mehr übrig. Da haben wir noch zwei frühe Martinas. Mal gucken, ob ich die verschenke. Da haben wir noch Chili, Purple, irgendwas. Moment, wie heißt sie, ne? Die Lila Luzi, genau. Ach, das hört sich doch. Lila Luzi finde ich gut. Jalapeno muss auch noch einen Platz finden. Da bin ich am Überlegen, ob ich das mit in die Sonnenfalle haue, neben Kräuter. Und einfach mal gucken, was passiert. Ich glaube, das wäre ein cooler Ort. Hier haben wir noch eine Mini-Gurke in Weiß. Zucchinis da vorne. Und ja, das war es letztendlich. Ah, nee, ich habe noch was vergessen. Also Lavendel habe ich ja schon mal gezeigt. Und das hier ist Ananassalbei. Oh, das ist so toll. Also davon mal Tee machen und so. Da bin ich echt gespannt, was dabei rumkommt. So geschmacklich ist bestimmt Bombe. Ja. Da vorne. Ja, hier bin ich wild drauf losgegangen. Einmal als kleines Update, Zitronenverbene. Hier hinten haben wir Rucola. Knobigras war ja schon drin. Hier habe ich jetzt eine Artischocke drin. Ihr habt gesehen, wie schön die wachsen. Also stellt euch mal vor, wenn ihr hier so rauskommt. Oh, das wird so eine Riesenfreude. Upsi. Ja, und hier habe ich dann noch einmal eine Physalis drin. Sorte habe ich jetzt vergessen. Hier auch eine, aber es ist eine Tomatillo und eine... Ne, ich tippe auf Tomatillo da. Und da tippe ich auf eine, wie hießen sie denn noch? Andenbeere, ne? Ja. Ich habe ja noch einen am Anwachsen. Schönbrunner Gold ist vorne, sind noch ganz, ganz klein. Ich weiß nicht, die brauchen irgendwie länger, die sind sehr speziell. Da warte ich noch ab, ob die irgendwie noch was werden. Ja, das ist hier so reingekommen. Gibt es noch was zu zeigen? Ich überlege gerade. Ja, doch, eigentlich hinter euch habe ich noch das Naturzaun-Hochbeet. Und da hat sich ein bisschen was zusammengefunden. Und da werde ich noch erzählen, was da auch noch reinkommt. Es wird mir auch langsam sehr, sehr warm. Ich muss sagen, hier in dieser Ecke ist es, das brütet, also richtig schön warm. Es ist so ein kleines Biotop hier, ein kleiner Dschungel, Biotop natürlich so oder so. So, ich muss mich hier mal durchwursteln. In die Ecke muss ich hier, oder habe ich mir vorgenommen, um ein bisschen begehbarer zu machen. Hier unten gibt es ein bisschen was wegzumachen. Hatte auf den Klee gehofft, der Inkarnatklee setzt sich übrigens nicht gegen Quecke durch. Da ist die Quecke stärker, aber vereint sind hier und da taucht er auf.
und bereitet mir eine Riesenfreude. Aber das soll jetzt auch nicht dran sein, das kommt dann im nächsten Gartenrundgang. Ja, neben dem Fenchel und dem Rhabarber habe ich hier noch Erdbeerpflanzen drin. Früh- und späte Sorten, ganz toll. Schnittlauch, Knoblauch, verschiedene Minzensorten. Da haben wir auch nochmal jetzt Physalis drin. Vorne an der Ecke habe ich auch nochmal eine gepflanzt. Blutwegerich. Ja, hier haben wir Beinwell. Wunderbar. Bietet nachher auch wunderbaren Dünger, genauso wie Brennnesseln. Ihr könnt wunderbare Jauchen machen. Ich habe Jauchen, verschiedene Jauchen, die ich ansetzen kann. Das möchte ich euch auch in einem der nächsten Videos dann mal zeigen. Da werde ich so ein bisschen zeigen, wie ich das ansetze aus Beinwell oder Brennnesseln und auch noch einem dritten. ja, wie ich das alles so anstelle und mache, wie ihr das nachmachen könnt, da müsst ihr gar keinen Dünger kaufen aus dem Supermarkt, da könnt ihr alles aus dem eigenen Garten holen. Ist doch alles super. Also, hier war ich noch gar nicht fertig. Und zwar, hier soll Kapuzinerkresse rein. Das war letztes Jahr für mich eine Riesenfreude. Das wird das hier so ein bisschen überall dicht machen. Und gleichzeitig kommt irgendwo hinten auf der Ecke, so habe ich es letztes Jahr gemacht und es war eine Riesenfreude, hier überall immer Tomaten zu entdecken. Das war auch echt alles voll. Die Sunweaver, die gelbe Sunweaver, die sollte ja auch gegen Kohlweißlingen helfen. Ich habe es probiert. Hat nicht geklappt, genau. Die Tauben haben ja hier den Kohl weggefuttert. Somit wird das letztes Jahr nichts. Ich weiß gar nicht, hatte ich irgendwo anders mit der Sunweaver? Spielt auch keine Rolle. Könnt ihr euch merken, ausprobieren, ob das so ist oder nicht. Da kann ich noch nichts zu sagen. Wie gesagt, hier kommt noch Kapuzinerkresse rein, die Sunweaver-Tomate und dann wird das hier auch dicht sein, zusammen mit den Physalis. Aber was eine Freude. Also hier so eine Riesenkombination. Übrigens mit diesem Naturzaun drumherum. Ach, das zeige ich mal von der anderen Seite. Solche Elemente kann ich euch nur empfehlen. Also hier hüpfen auf jeden Fall die Vögel rum. Da ich hier ein bisschen mehr Betrieb habe, glaube ich, ist der Vogel, der hier drin war, und zwar ein, wie hieß er denn jetzt noch? Moment, Moment, der Buschfink, ne? Also wunderbarer Lebensraum, auch unten für Richtung Reptilien, ne? Eidechse, Schlange. Also Sachen finden sich ja auch in einem Permakulturgarten an. Habt jetzt keine Angst vor den Schlangen. Wenn ihr mal eine Schlange seht, das wäre schon echt was Besonderes. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass ich mal wieder eine sehe. Ich hatte mal einen Holzstock. Ich glaube, vorletztes Jahr war das auch an dieser Stelle hier. Witzig, dass ich gerade hier zur Sprache komme. Und dann war da so ein Loch und da guckte halt so ein Stück raus. Und das konnte keine Eidechse sein, dafür war es zu groß. Und als ich dann da so ein bisschen mehr gucken wollte, zack, weg. Logisch, habe ich verscheucht. Ja, also sowas kann ich euch empfehlen. Bietet den Tieren Lebensräume. Und ich habe ja überall im Garten verteilt Lebensräume für die Tiere und somit geht das alles so ein bisschen ineinander über. Und das Leben wird bei euch einziehen. Das ist echt eine schöne Sache. Hat auch jede Menge Spaß gemacht zu bauen. Übrigens, eine Sunweaver hatte ich hier auf der Ecke vor ein paar Tagen. Die hat sich irgendein Tier geschnappt. Ist weg. Schön. Ja, sind hier so kleine Löcher, da können sie rein und dann haben sie irgendwo ihre Ecken. Ja, vielen Dank auch an dieser Stelle für eure Kommentare. Letztes Mal hat mir jemand geholfen mit dem Buschfink vorne, wo ich ja, das Indianerbeet hatte. Da gab es ja im Hintergrund ein bisschen Geräusche und Vogeltanze darum. Und das ist der Buschfink. Das hat sich auf jeden Fall rausgestellt. Wunderbar, vielen Dank für die Kommentare. Übrigens auch zu diesem Video, wenn ihr Erfahrungen mit Mischkulturen habt, wenn ihr irgendwas wisst, was andere noch nicht wissen, schreibt das bitte unten in die Kommentare rein. Ich war auch im Überlegen, ob ich direkt unter dem Video den ersten Kommentar schreibe, wo ihr dann eure Mischkulturtipps separat reinschreiben könnt. Wenn ich dran denke, werde ich das auf jeden Fall integrieren. Ansonsten schreibt das mal in die Kommentare und ich werde bei den Kommentaren, wo die meiste Aktivität ist, das werde ich dann oben anpinnen und dann könnt ihr eure Erfahrungen und euer Wissen dann ja, auch mit uns allen teilen. Ja, wunderbar. So, ihr Lieben. Kann ich euch noch was zeigen? Im Grunde genommen ja, aber es muss ja spannend bleiben für die nächsten Folgen. Ich könnte mich heute einen riesen Gartengang drehen. Da war der Kohlweißling. Aber ich glaube, das war so ein kleiner. Ich habe euch die Beete gezeigt, die Mischkulturen. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen. Zu guter Letzt, für alle, die noch kein Abo dagelassen haben, ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir bleibt. Die letzte Zeit sind so viele Leute dazu gestoßen. Es freut mich, freut mich, freut mich, freut mich wirklich sehr. Unbeschreiblich dieses Jahr. Es hat nochmal echt einen richtigen Schub gekriegt. Bin gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Die Bewertung des Videos, es gibt ja nur die zwei, dürft ihr auch gerne machen.
sind erwünscht und erfreut. Ansonsten möchte ich euch nochmal ans Herz legen, ich habe ja zuletzt Videos gemacht, Gartenrundgang und Mischkultur, die werde ich euch jetzt am Ende nochmal rein verlinken. Anni, auf der Seite ist das. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss, euer Lars. Ich bin raus.